Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Zurzeit dreht sich alles um Hogwarts Legacy, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, und der Hype ist tatsächlich riesig. Was ich euch heute zeigen möchte, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und zwar wurde der Schulleiter von Hogwarts Legacy geleakt, außerdem auch ein paar Synchronstimmen und noch ein paar andere Gameplay-Inhalte, die wir uns jetzt reinziehen. Und ich würde sagen, let's go! Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Gerne auch ein Like oder Kommi. Ihr könnt ja sagen, was ihr von dem neuen Schulleiter haltet. Jede Art von Interaktion hilft mir und meinem Kanal weiter zu wachsen. Und deswegen würde ich sagen, lasst einfach direkt reinstarten. Für alle, die mit Twitter nicht so vertraut sind, kein Problem. Die Inhalte findet ihr auch direkt auf der Hogwarts Legacy Website. Der Link ist dann unten drinne. Wir fangen auf jeden Fall erstmal mit dem Schulleiter an. Dafür gibt es ein Video, was ich euch jetzt zeigen werde. Und dann schauen wir mal direkt, was da so passiert. Also wir werden ein paar Sequenzen sehen, wo wir jetzt tatsächlich dann auch Gameplay-Ausschnitte sehen, neue, die es vorher nicht gab. Und wir haben natürlich hier den Simon Pegg, der die Synchronstimme spielt. Man kennt ihn schon aus diversen anderen Filmen, Serien oder auch als Synchronsprecher. Hallo. I'm Simon Pegg, and I'm playing Phineas Nigellus Black. Phineas Black is, at this point in the story, he's the headmaster of Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. We saw Phineas in the books and in the films. He was a portrait. Okay, also wir haben tatsächlich Phineas Black, also einer der Schulleiter, der hier in dem Porträt zu sehen ist, in den verschiedenen Filmsequenzen, aber auch in den Büchern schon beschrieben wurde. Ja, und das ist dieses weltbekannte Bild von ihm als Schulleiter in der Zeit vor Harry Potter. Und ja, ich muss sagen, ein Black hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das tatsächlich der Schulleiter wird. Aber klingt spannend und ich finde cool, dass sie die Black-Familie mit reinnehmen. In Dumbledore's office, but this is at a time when he was actually actively the headmaster. Phineas Nigellus Black is the least popular headmaster in the history of Hogwarts. You are here to focus on your academic futures. Yeah, he's just a bit of an idiot, really. Also er sagt, dass der Schulleiter tatsächlich ein bisschen, ja, bescheuert ist, ein bisschen blöd ist und dass er halt im Endeffekt seiner Charakterrolle als Black etwas gerecht wird. Bellatrix Lestrange und Narcissa Malfoy are also Phineas' great-great-grandchildren. Ja, also die Verblutslinie zu Bellatrix Lestrange und Narcissa Malfoy ist auf jeden Fall am Start mit dem neuen Schulleiter. Also er sagt, dass der Schulleiter ein selbstloses, ja, Punkt, Punkt, Punkt ist. Through the game, we come across Phineas as a sort of help and a hindrance to the players who are working their way through the game. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. He's entirely there to scupper the efforts of the player, I'm sure. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Geile Sequenz, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Phineas was very proud to be the Slytherin and he was the last Slytherin headmaster of Hogwarts before Professor Snape took the job. Das ist krass, also vor Dumbledore dann tatsächlich war Phineas Black der letzte Slytherin. Ja, das ist ein cooler Fakt. The lessons I think the students and players will get from Phineas Nigellus Black is don't be like Phineas Nigellus Black. He is not someone to aspire to. Also für uns Gamer sagt er, was wir mitnehmen können von diesem Schulleiter, wir sollen nicht so sein wie er. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Okay, Freunde, also der neue Schulleiter ist Phineas Black. Ich finde es sehr cool, von der Storyline passt sehr gut. Und wir schauen uns jetzt mal die weiteren Inhalte an, die jetzt veröffentlicht wurden auf Twitter und Co. Hier sehen wir nochmal eine Animation vom sprechenden Hut. Ja, nichts Großartiges, aber eine kleine Animation. Finde ich auch ganz cool. Eines meiner Highlights ist dieses Video, was jetzt gerade veröffentlicht wurde vor ein paar Tagen. Schaut es euch einfach an. Akio. 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 Also wir haben die verschiedenen Akio-Style gesehen, wofür wir sie nutzen können, also wofür wir Akio nutzen können. Finde ich auch sehr cool, verschiedene Wege, um Akio zu nutzen. Das wird uns natürlich mit fast allen Zaubern begleiten.
Außer irgendwelche speziellen Kampfzauber natürlich. Dann gibt es ein Video, wo wir nochmal einen Zaubertrank, eine Zaubertrank-Zubereitung sehen. Ja, sieht schon sehr cool aus, freue ich mich auch drauf. Ich habe richtig Bock auf die Zaubertränke. Und wir sehen dann auch nochmal die Zutaten. Hier zum Beispiel, dass man einen Tropfen der Horklump, ich glaube, das sind Pilze oder was auch immer, ja, Horklump-Pilze mit reintun muss. Plus nochmal eine Portion von den Dittany Leaves. Finde ich auch sehr cool, ist ein schönes Design, haben sie sehr gut gemacht. Daraus bekommen wir dann eine Trankflasche im Endeffekt. Wigan World Potion ist ein sehr besonders starker Trank, der uns wieder Leben, beziehungsweise, ja, doch, der uns Leben gibt. Neben Accio wurde noch Incendio vorgestellt. Was man damit machen kann, schauen wir uns jetzt an. Also, falls ihr es gesehen habt, wir können mit Incendio nicht nur kämpfen, sondern auch solche Fackeln entfachen. Das ist ganz interessant, weil hier Poacher Ranger steht. Also Poacher heißt Wilderer und er ist dazu noch ein Ranger. Also gibt es noch verschiedene Stufen. Weil wie wir hier unten sehen können, gibt es einmal Wilderer Duellant und halt auch den Ranger und den Executioner. Das sind also verschiedene, ich würde jetzt mal sagen, Schwierigkeitsgrade von Gegnern. Und ja, also Poacher im Endeffekt, also Wilderer im Endeffekt, ist dann die Bezeichnung des Gegners und die Schwierigkeitsgrade sind dann Ranger, Duelist und Executioner. Und ich würde jetzt mal sagen, dass der Ranger der schlechteste Gegner ist, dann kommt der Duelist und dann der Executioner. Finde ich sehr cool, wusste ich nicht, dass es dann nochmal verschiedene Schwierigkeitsgrade innerhalb der einzelnen, der einzelnen Gegner gibt. Was wir noch sehen, hier, ich spiele das nochmal ab und macht das in Zeitlupe. So, da seht ihr es. Unser Charakter hat am Anfang eine blaue Flamme und dann kommt so eine orangene, rote Flamme. Jetzt wird R2 gedrückt. Da macht er den Zauberspruch. Hier, ihr seht hier, die Flamme ist noch farbig. Und dann macht er den Zauberspruch mit R2. Und zack, kommt das Feuer auf den Gegner plus nochmal so eine Feuerschockwelle, würde ich jetzt mal sagen. Und man kann die Spinnenweben mit Incendio dann auch beseitigen, sodass man dann in diese, ich denke mal, das ist eine Höhle, kommen kann. Sehr cool. Sehr, sehr geil. Alright, Freunde, also ein paar neue Sachen haben wir gesehen. Wir wissen jetzt, wer der Schulleiter wird. Er kommt aus der Black-Familie. Finde ich sehr, sehr cool. Passt natürlich auch zu dem ganzen Wizarding World-Kram. Und dazu haben wir die zwei Zauber gesehen, auf welche Art man diese Zauber einsetzen kann. Und vor allem bei Incendio fand ich es cool, dass man diese Schockwelle nochmal präsentiert gesehen hat. Also das ist schon sehr, sehr nice gemacht und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze dann auch auswirkt, ob man darauf wirklich so einen Zugriff hat, ob diese Schockwelle am Ende vielleicht auch einfach ein Perk ist oder ob diese Schockwelle am Ende dann tatsächlich immer bei Incendio, wenn man mit Gegnern kämpft, vorhanden ist. Vielleicht ist es aber auch ein Talent oder eine spezielle Fähigkeit, ich habe keine Ahnung, aber wir dürfen gespannt sein und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Wahrscheinlich sitze ich gerade schon wieder am nächsten Video, wenn ihr gerade dieses Video seht. Macht's gut!